Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Tuning. Ja, weiter geht's natürlich heute von A bis Z, nachdem wir in der letzten Folge die Western Bagger haben. Kommt heute der Gallivant her, oder ich glaube so heißt es, Baller oder Bella. Jedenfalls, die beruhen natürlich ganz klar auf dem Range Rover. Es gibt zwei Versionen des Ballers, einmal den normalen hier, den altbekannten Range Rover, und es gibt den zweite Generation Baller, den wir natürlich in der nächsten Folge tun werden. Und der zweite Generation Bella ist der Dings. Ach ja, Stecker aus, bitte, dann können wir schlagen. Ich gehe noch rum. Der zweite Generation Bella ist natürlich der Range Rover Evoque oder wie er auch immer ausgesprochen wird. Gut, ich dachte schon, wir haben heute jemanden zum Zusammenschlagen. Und ja, ich denke, wir werden den schon so matt schwarz tun, weil der ist so ein schöner Verbrecherwagen, finde ich. Hallo! Boah, ist der weit geflogen. Dem geht's doch gut. Nein, bleib hier. Sorry. Ich hoffe, du bist weich gefallen auf die Flasche. Geld. Danke. 16 Dollar. Ja, das besser zu den 10 Millionen. So, der Wagen ist extrem hässlich, der Rhapsody hier. So, und dann wollen wir mal kurz gucken, wie wir den Wagen denn tunen. Eine Folge Tuning bringt uns hier heute hin. So, gut. Panzerung nehmen wir natürlich hier. 8% Panzerung, 15 Sachen können wir tunen. Sportbremsen, Stoßstangen, serienmäßige Frontstoßstange, Tuning Frontstoßstange 1, damit wird er schon mal größer, das gefällt mir. Tuning Frontstoßstange 2, wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Ach so, da unten so klitzekleines Witzelchen. Ich überlege gerade. Das ist halt eben sehr weit unten, finde ich. Ich finde, das ist zu weit unten. Also nehmen wir Tuning Frontstoßstange 2 und serienmäßige Heckstoßstange oder serienmäßige Tuning Heckstoßstange. Das hat dann mehr sowas von einem Landstalker. Da bleiben wir mal bei der serienmäßigen. Motor ist klar. Auspuff. Serienmäßiger Auspuff. Oder Tuning-Auspuff. Dann nehmen wir den serienmäßigen. Hupe bleibt. Scheinwerfer. Nehmen wir natürlich die Xenons. Neon-Kids unten dran. Nope. Nummernschild nehmen wir das Gelb auf Schwarz. Lackierung. Chrom. Nein, da kann man das Gelb-Hell-Fuß gar nicht mehr lesen. Metalle. Ich komme dir mal einmal an, denkt dran. Und denkt dran, ich bin am Vorproduzieren, also ich kann nicht direkt auf eure Kommentare eingehen. Aber ich lese sie alle. So, matt-schwarz. Ha, sieht nicht so schön aus, wie ich dachte. Aber eigentlich will ich den schon matt-schwarz haben. Weil ich finde, wobei, dieses Rot sieht auch cool aus. Weil dann halt eben ist er so ein cooler Gangsterwagen. Ein Rot nicht. Was ist das für das gute Laune-Auto in hell-orange so? In gelb. Eigentlich ist das Renngelbe gelb und das ist noch orange, finde ich. Taugelb. So ausgebleicht dann aus. Limettengrün, nein, Mitternachtsblau. Nö. Mitternachtsblau ist halt immer so ein guter Kontrast zwischen einer. Gott, nein. Zwischen einer schönen Farbe, zwischen einer Farbe, also dass man ein bisschen Farbe im Wagen hat, am Wagen, eher gesagt, nicht im Wagen, und dass man es halt eben sehr dunkel hat, also ein bisschen schwarz. Wenn man keinen komplett schwarzen Wagen will, dann ist das eigentlich ziemlich gut. Ich denke, wir gehen mit dem Rot, das sah ganz cool aus. Lachsrosa, Pfisterrosa, heißes Pink. Nehmen wir, welches Rot nehmen wir denn? Das Standardrot hatten wir, ne? Das sah eigentlich ganz gut aus. Jetzt Formelrot. Vielleicht bei Formelrot, wenn wir da vielleicht einen dunklen Perleffekt draufziehen. So wird es einen dunklen Perleffekt. Heißes Pink, nein. Gelb passt gar nicht, dann haben wir so ein Lavarot-mäßiges. Nein, das geht gar nicht hier. Warte, ich will nur einfach nur, um zu wissen, wie es aussieht, Limettengrün nochmal haben. Nein, passt nicht. Na, bin ich aber auch nicht mehr zufrieden. Ach, geh nur auf den Verbrecher-Look. Matt schwarz. Alles umsonst gerade. Seitenverkleidung oder Tuning-Seitenverkleidung. Nehmen wir die Tuning-Seitenverkleidung, auch wenn ich sie nicht hundertprozentig mag, aber sie ist einfach, dadurch, dass es tiefer ist, wirkt er nochmal ein bisschen fetziger.
So, tiefer legen. Ja, machen wir. Sportfederung. Getriebe, Renngetriebe, Turbo. Reifen. So, dann haben wir Gelände sind auch scheiße aus. Muscle Cars, Lowrider. Nehmen wir mal. Luxus. GT Chromes. So massive Räder gerne. Loose Speed 10. Schon gigantische Räder, ne? Lowrider. Ne, das sieht scheiße aus. Tuner. Auch scheiße aus. Und Sport. Ich hab nur Sport schon geguckt, ich weiß gar nicht. Weiß nicht. Dum-dum-dum-dum-dum. Nehmen wir, glaube ich, über Luxusreifen irgendwas. Der, die wir eben hatten, heißt Split Tens. Machen wir die Dashway Piece, die gehen wenigstens zu halb. Felgenfarbe natürlich schwarz, wobei, nee, das sieht scheiße aus. Hier haben wir jetzt wenigstens vielleicht schon gleich schwarz ausgerüstet. Cheetah, ja, ne, könnten wir es nehmen. Ja, nehmen wir Cheetah erst. Nein, das sieht auch scheiße aus. Muss es denn alles scheiße auf dem Wagen aussehen? Bloß keine Custom. Räder und Felgen auf dem Diamond Cut. Ich habe keine Ahnung, was wir da nehmen sollen. Wir die Users. Felgenfarbs klar, Serious Tuning-Reifen, nein, schusssichere Reifen und schwarze Reifenqualm. So. Fenster, helles Rauchlos, dunkles. Limousinen haben wir nicht frei, dann haben wir das dunkles Rauchlos. Das ist kein großer Unterschied. Ist halt eben einer, aber der ist nicht so wichtig. Und ja, da hätten wir unseren Gallivant Bella. Schön getuned als. Ja, Verbrecherauto, würde ich mal sagen. Hinten sieht er aus wie der Landstalker. Und ja, das ist er auf jeden Fall. Mir gefällt er ganz gut. Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, wie er euch gefällt. Ist jetzt nicht so wirklich auf Schönheit getuned, sondern eher so, dass die Leute halt eben. Es ist eher so, stell ich dem Konvoi mit drei davor oder vier, zwei vorne, zwei hinten und in der Mitte irgendwie so eine Mercedes-Limousine oder so. Und dann hat man hier so einen schönen Konvoi und in der Mitte ist der Mafia-Boss. Da können wir auch wegrammen, die Leute. Interessanterweise ist der aber nicht so stark. Ich dachte. Und ja, gut, das war's dann auf jeden Fall schon mal mit der Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und so weiter und so fort. Kennt ihr alles. Denkt dran, habe ich glaube ich schon gesagt, dass ich in Ferien bin, im Urlaub und deshalb euch nicht, also nicht auf die Kommentare antworten kann. Aber wie gesagt, alles wird gelesen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.